Bei der sexuellen Fortpflanzung gibt die Elterngeneration ihre Merkmale an die Folgegeneration weiter. Dabei spielen die Gene eine zentrale Rolle. Doch sobald man sich genauer mit den Gesetzen der Vererbung befasst, ist zusätzlich von Allelen die Rede. Was ist ein Gen? Was ist ein Allel? Und wodurch unterscheiden sie sich? Kurz gesagt, Allele sind unterschiedliche Varianten des gleichen Gens. Es gibt blaue Trauben und es gibt weiße Trauben. Beides sind Trauben, doch bei der Farbe gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Damit wir den Unterschied im Detail verstehen können, brauchen wir zwei Chromosomen. Hier sind sie. Diploide Zellen enthalten jedes Chromosom in doppelter Ausführung. Eine der beiden Kopien stammt von der Mutter, die andere vom Vater. Deshalb sind hier zwei gezeigt. Ein solches Pärchen aus zwei identischen Chromosomen wird auch als homologes Chromosomenpaar bezeichnet. Die beiden homologen Chromosomen sind gleich groß, gleich aufgebaut und enthalten die gleichen Gene in der gleichen Reihenfolge. Uns interessieren an der Stelle die Gene. Nehmen wir an, dass hier ein Gen für die Blütenfarbe einer Pflanze liegt. Dieses Gen kommt auf beiden homologen Chromosomen vor und liegt an der gleichen Stelle. Weil beide Chromosomen das Gen enthalten, existieren zwei Kopien des Gens im Genom drin. Die Kopie links ist funktionsfähig und bewirkt die Bildung eines roten Farbstoffs. Deshalb ist diese Variante rot markiert. Die Kopie rechts hingegen enthält eine Mutation. Die Mutation bewirkt, dass kein roter Farbstoff mehr erzeugt werden kann. Deshalb ist diese Variante weiß markiert. Die rote Kopie und die weiße Kopie sind zwei Varianten des gleichen Gens. Unterschiedliche Varianten des gleichen Gens bezeichnet man als Allele. Hier haben wir zwei verschiedene Allele. Allel 1 kodiert für ein funktionsfähiges Enzym, das den roten Blütenfarbstoff erzeugen kann. Allel 2 hingegen kodiert für ein mutiertes Enzym, das nicht mehr funktioniert und daher auch nicht zur Farbstoffbildung beiträgt. Allele sind verschiedene Varianten des gleichen Gens. Weil es sich um das gleiche Gen handelt, muss die DNA-Sequenz auch in beiden Fällen sehr ähnlich sein. Das wäre hier der Fall. Die beiden DNA-Sequenzen der zwei Allele sind weitgehend identisch. Weil Allele aber unterschiedliche Varianten des gleichen Gens darstellen, müssen auch Abweichungen zu finden sein. Allel 1 und 2 unterscheiden sich an dieser Position in ihrer DNA-Sequenz. In einer Population können viele weitere Allele oder eben Varianten eines Gens vorkommen. Hier sind drei weitere Möglichkeiten gezeigt. Eine Vielzahl von Allelen innerhalb einer Population oder Art bilden die Grundlage für genetische Vielfalt. Je mehr Allele für ein Gen existieren, desto größer die genetische Vielfalt. Wenn auf beiden Chromosomen das gleiche Allel vorliegt, nennt man den Organismus reinerbig oder homozygot. Homo steht für gleich. Der Organismus links besitzt zweimal das rote Allel. Deshalb ist er homozygot für das rote Allel. Beide Allele leisten einen Beitrag zur Farbstoffbildung. Der Organismus rechts verfügt über zwei weiße Allele. Auch er ist homozygot, nur eben für das weiße Allel. Bei ihm leisten beide Allele keinen Beitrag zur Farbstoffbildung. Besitzt ein Organismus zwei unterschiedliche Allele, ist er mischerbig oder heterozygot. Hetero steht für verschieden. In diesem Beispiel sehen wir die Allelkombinationen rot-weiß und weiß-rot. In beiden Fällen ist der Organismus heterozygot. Entscheidend sind lediglich die zwei unterschiedlichen Allele. Ihre Abfolge ist nicht relevant.